Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Tavern Manager Simulator. Ich muss unbedingt Ware bestellen. Es ist schon wieder soweit. Und ja, ich bin noch ein bisschen ja, fix und foxy von der letzten Folge. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wie viele Leute jetzt hier auf einmal unseren Laden besucht haben, ne? So, Lieferung. Wir haben nämlich kein Gemüse mehr für die vielen, vielen Suppen. Und ja, ich kann auch gerade keine mehr kochen. Das heißt, es ist auch gar keine gerade mehr da. Ich brauche Gemüse. Das nützt jetzt alles nichts. Ich würde sagen, wir gucken mal. Ist alles Suppe, ne? Hier geht noch ein Bier. Das könnt ihr ja nochmal machen, ihr Kleinen. Oh Gott, Schnuffi-Puppis. Okay, gut. Ich muss jetzt hier sauber machen. Erstmal eins nach dem anderen. Dann gucken wir mal bei den VIPs, ob da noch irgendwas ist. Zufriedenes Pferd. War das, ist mein Pferdchen jetzt? Ach so, ich verstehe. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Er ist der mit dem Pferd. Kann das sein? Ich glaube ja. Und er auch. Oh mein Gott. Haben wir jetzt zwei Pferde? Ja, tatsächlich. Okay. Da muss ich jetzt mal schauen. Oh, das wird ja andauernd hingemacht. Ja, und ihr wollt natürlich unbedingt was zu trinken haben. Ne, das ist klar. Nee. So, ihr kleinen Süßen, bitteschön. So, Gemüse haben wir jetzt drin. Ich wollte ja unbedingt ein Bier, noch ein Bier, eine Wurst, bitteschön, und ein Fleisch. Oh, ich glaube, das wird gerade gebracht, ne? Wie sieht denn das jetzt hier aus? Oh, Holz. Na toll. Ah, wir müssen Holz hocken. Also ich glaube, wenn die hier so größtenteils raus sind, dann mache ich tatsächlich mal meine Hütte zu, ne? So, wir kochen jetzt erstmal. Und dann wird hier im großen Stil vorbereitet. Das geht so nicht. Ich komme ja zu nichts. Ich habe Deko gekauft und kann sie noch nicht mal verarbeiten. Naja, gut, gibt Schlimmeres, ne? So, einmal rühren. Halt, zurück. So, bleib da. Gut, haben wir perfekte Suppen. Wunderbar. Wir nehmen einfach mal eine Suppe. Drei Suppen. Hier hat einer schon wieder Schmutz gemacht. So, habt ihr noch Wasser? Muss ja jetzt auch im Blick haben, ne? So, hier haben alle ihr Ässchen, außer dort, ne? Zwei Würste, zwei Fleisch. Ja, das kriegt ihr hin, das macht ihr selber. Jetzt gucken wir mal hier. Oh Gott, hier sieht es ja auch aus. Fürchterlich. Zwei Weine. Warum habe ich keinen Wein? Da habe ich noch einen Wein. Ich glaube, ich habe doch zwei Barkeeper jetzt hier mittlerweile, oder? Oh, jetzt kommen nun die Nächsten. Müssen wir wohl ein paar Weinchen machen, ne? Du meine Güte. Mein krankes Kind ist eventuell im Hintergrund zu hören. Dem geht's nicht so gut. Aber gut. So, Wein. Wir müssen sauberes Geschirr aus. Kann man ja beim Abwasch irgendwie noch helfen? Oh, Mann. Sag mal, wir haben doch unser Geschirrdings hier, unser Waschbecken ausgebaut. Das heißt, es kann nur mehr Geschirr gewaschen werden, oder wie? Müssen wir jetzt hier vielleicht mal bleiben, ne? Ja, aber das sollte schon quasi fast aufgehen. Wir gucken mal. Ihr seid jetzt fertig.
Noch mehr Weine, oh Mann. Uiuiuiuiui. So, ihr beiden Pferdereisenden seid glücklich und zufrieden. Es ist 4.59 Uhr. Nee, sorry, Leute, ich muss hier zumachen. Das funktioniert so nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal meine Taverne so ein bisschen einrichten. Oh Mann. Ja, so ein bisschen einrichten ist jetzt übertrieben, ne? Aber ihr könnt ja bleiben. Ihr habt noch hoffentlich genügend Wasser. Zwei Wasser sind noch drin. Okay. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Die gehen jetzt. Wie sieht das jetzt aus? Ein zufriedenes Pferd. Oh, der geht erstmal aufs Örtchen. Hatten wir davon nicht zwei? Ach so, er sitzt noch. Mhm. Okay, okay, okay. So, hier sind immer noch Kinder. Oh, Mann. Und eine Suppe. Wird die vielleicht gerade geliefert? So, komm, dann packen wir mal die Suppe hier hin. Gut. Er ist auch fertig. Ja, macht ihr mal sauber. Ich habe nichts mehr auf dem Tablett. So, und dann gehen die hier los, ne? Schmutzige Toilette, ja, das mache ich gleich. Ich will hier mal gucken. Na, gucke mal. Aber warum sind die Pferde denn nicht zufrieden? Muss ich mit denen noch was anderes machen? Okay. Nun ja. So, sehr schön. Das haben wir. Hier macht ihr alles ordentlich und sauber. Hier können wir noch einen Geldsack einsammeln. Ach, meine Herren. So, dann gucken wir mal. Haben die jetzt hier einen Wein? Immer noch nicht. Muss ich schon wieder Wasser holen? Ja, sieht so aus. Also das mit dem Wasser finde ich ja jetzt schon irgendwo speziell, ne? So, nun komm, nun mach mal. Wir können ja auch selber machen. Haben wir lange nicht gemacht. Haben wir richtig, richtig lange nicht gemacht. So. Wasser alle. Nächstes Wasser. Nein, in die Richtung bitte. Oh nee, da kommt ja schon wieder ein Reiter. Ich hab doch zu. Wie kann denn jetzt hier ein Reiter kommen? Kommen die trotzdem? Oh, der reitet weiter. Tut mir leid. Tut mir leid. So, ist jetzt hier jemand unterwegs? Ja, das hat jetzt geklappt. Gut. Wie sieht es jetzt aus am Abwasch? Alles abgewaschen. Gut. Auch schön. Das heißt, wir können uns jetzt endlich mal um unser Lädchen hier kümmern. So, ich gucke mal ins Inventar. Wir haben Wandlampen, die ich ja unbedingt haben wollte. Aber auch für hier. Ich hätte es jetzt halt schön gefunden, wenn wir die irgendwie so auch an die Wand packen könnten. Also auch hier, ne? Aber können wir nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, wohin noch über, also erweitert wird. So, wo haben wir denn noch Möglichkeiten? Hier ist alles erledigt. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein Lämpchen hin, einfach weil es schön ist. Dann machen wir noch eins. Das können wir ja mal hier hin machen. Und jetzt kommt's, ne? Hier können wir nichts hinmachen, weil da noch erweitert wird. So sieht es nämlich aus. Also das ist so meine Vermutung. So, guck mal, hier können wir aber ruhig noch was drüber basteln.
Und dann haben wir ja noch Bilder. Bilder. Wo packen wir denn hier noch Bilder hin? Können wir gar nicht, ne? Aber hier können wir noch eins hinpacken. Ja, das ist doch ganz ansprechend eventuell. So, wir haben noch ein Bild. Ja, aber das will ich jetzt hier nicht weiterhin machen, weil das finde ich jetzt nicht so der Kracher. Also, das Bild ist natürlich schön, aber es passt für mich jetzt hier nicht hin, ne? Oh, du kannst gleich mal abhauen. Tschüss. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht, die Hütte ist hier zu und nix, wa? Hm. Vergiss es. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Hier unten fand ich das irgendwie sehr... Also ich glaube, für so eine Laterne ist es okay, aber für ein Bild irgendwie nicht. Aber wir haben ja noch unser eigenes Räumchen. Ne? Da könnte man ja eventuell auch mal für ein bisschen Dekoration sorgen. Zum Beispiel hier. Nee, da. Auch nicht. Da? Da? Ja, da. Da können wir ja auch mal ein Bildchen hinhängen. Warum nicht? So, und dann würde ich sagen, geht das ganz große Kochen hier los. So. Suppe. Wir bereiten jetzt erstmal vor. Und zwar so richtig, richtig. Also so viel wie geht, ne? Holz müssen wir hacken, wie verrückt. So, das möchte ich gern selber machen, dass wir wirklich gute Suppen verkaufen. Mal wieder so ein bisschen back to the roots, ja. Wenn wir schon mal den Laden dicht haben. Blümchen werden wir auf jeden Fall auch noch kaufen. Ich bin auch gespannt oder ich will mal gucken, ob wir vielleicht in unserem normalen Gastraum durch die Pflanzen vielleicht auch noch mal so ein gemütlicheres Flair hinkriegen. Nee, bleib mal schön da. Ja. Danke. Danke, 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 danke. So, wir gucken mal. Also die müssten ja auf jeden Fall hier noch hinkommen. Einer passt noch hin und eins bleibt dann auf dem Tablett. So. Jupp. Können wir hier auch was hinstellen? Ja, nein. Können wir leider nicht. Nur für Feen. Ja, du mich auch. Wasser. Wasser. Pass auf, und jetzt wollen sie ganz viel Fleisch haben. So, dann könnt ihr hier nochmal kochen. Holz ist nämlich auch schon fast alle. Fleisch ist mehr oder weniger komplett gebrutzelt. Da fehlen die Teller. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier noch irgendwie was dazustellen können. Ne, dass hier noch mal was kommt. Aber es kann natürlich auch noch kommen. Weil von den Möbeln her bin ich der Meinung, zumindest nicht gesehen zu haben, dass man da noch mal was mit dazu packen kann. Ne? So, Holz hacken. Fleisch haben wir. Dann gucken wir gleich noch mal bei Wein und Bier. Weil ich kann mir vorstellen, das, was bei den Adligen etwas anders machen. Dass wir... Na komm. Da nicht den Käse vorbereiten, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, sondern den Wein. Ne, dass wir den auf den Tisch stellen. So... Einmal, wir haben 10 von 10 Suppen, dann können wir das Holz daneben legen. Das gleiche machen wir beim Fleisch auch. Einfach daneben legen, weil wir haben genügend vorbereitet. Und dann machen wir hier mal unseren Holzlagerplatz wieder voll, ne? Gucken wir gleich noch bei den Hottehüs, ob wir da noch was auffüllen können. Ne? Irgendwie flackert hier mein Bildschirm, ne?
weiß gar nicht, ob ihr das auch seht. Ja, ich glaube, ne? Hm. Warum? Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, ob vielleicht noch andere so Mini-Events jetzt hier dazu gekommen sind. Also ob hier in der Umgebung wieder neue Kisten zum Beispiel auftauchen, ne? Das wäre ja auch mal interessant. So. Dann sollte das klappen. Das Holz voll. Da wäre schon wieder ein Reiter gewesen. Oh, ja, wollte gerade sagen, eigentlich muss da noch was hinpassen. So, was haben wir denn hier noch auf Lager? Können ja mal gucken. Auf dem Boden, ja, das machen wir gleich. Ich will aber mal bei den Möbeln gucken. Ach, das sind die normalen Möbel, ne? Kann man die verkaufen? Vielleicht. Auf dem Boden, beweglich. Ach, da haben wir noch diesen Globus, den wir letztens gefunden haben, ne? Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass hier so ein Blümchen... Ach, da können wir nichts draufstellen. Also es muss auf dem Boden sein, ne? Können wir auch nicht hier draufstellen. Tja, nee, da laufen wir ja andauernd lang. Ich würde es gern so machen. Dann haben wir ja hier noch diese Blümchen. Schade, dass wir die nicht rausstellen können, ne? Hier mitten im Weg kann ich es stellen, aber an die Wand kann ich es nicht stellen. Naja, das ist ja schon wieder mysteriös. So, dann würde ich sagen, wir stellen mal hier eins hin. Weil ich möchte, dass die hier auch Blümchen kriegen. So, guck mal, so ein kleines bisschen. Ist doch ganz nett, oder? Und dann gucken wir nämlich noch, dass wir von den anderen Pflanzen noch was kriegen. So, hier können wir ja vielleicht auch noch mal so einen Busch mit hinstellen. Ja. Hier sowas noch mit dazu. Tja, wo stellen wir das denn jetzt hin? Ich glaube, wir stellen das tatsächlich einfach hier mit hin. Dann ist das hier nicht so nackelig, ne? So, hier haben wir noch so eine gelbe. Mhm. Ja, finde ich ehrlich gesagt ganz cool. So, hier müssen wir aber auch noch mal ein bisschen was für Deko machen, ne? Hier würde ich noch mal eine gelbe irgendwo mit hin friemeln. Oder wollen wir die hier direkt unter das Fenster stellen? Wäre ja vielleicht auch eine Idee, ne? Hier noch mal so eine rote, aber wir haben nicht so viele Blumen, ne? Ich will sie aber auch nicht alle so in irgendwo hinten hin, weil ist ja schade. Wäre ja wirklich schade drum. Guck mal, dann machen wir es vielleicht tatsächlich so. Dann ist der Kerzenständer ein bisschen versteckt, ne? So beweglich. Wir haben noch einen Globus. Wo packen wir den jetzt mit hin? Ja, finde ich gar nicht so einfach. Also da müssten wir ein Schränkchen für haben, ne? Weil hier rennen wir dem doch bestimmt über den Haufen, oder? Naja, wir können es ja mal probieren. Und dann gucken wir mal, halt, so Moment. Moment, wir werden... das hier abstellen. Und hier kann ich sogar eine Suppe abstellen. Ach, jetzt kann ich mir aber wieder die Suppe nicht wegnehmen, ne? Ach, ja, so, das war jetzt zu viel des Guten. Jetzt kriege ich den Wein hier nicht mehr mit hin, ne? Nee.
Ja, gut, ist nicht weiter schlimm. Wir gucken noch mal so ein bisschen bei Möbelkrams, was wir noch machen können an Dekoration, ne? Warte mal, hier wollte ich ganz gern die zwei noch mitnehmen und die auch, weil die finde ich ehrlich gesagt auch für, sag ich mal, das normale Volk. Es hört sich total minderwertig an, ja, aber ich denke, ihr wisst, dass ich das nicht so negativ meine, wie es vielleicht rüberkommt, ne? Ob hier so ein Schränkchen nehmen wir noch mit. So ein Schränkchen hätte ich auch ganz gerne. Ah, diese Kakteen will ich irgendwie nicht, ne? Jägerset. Goldene Schale. Ist das für die Wand oder was ist das? Oder wo packt man das denn hin? Hier so ein Kampfbogen ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, komm, wir nehmen das einfach mal. Und dann sind wir, glaube ich, recht gut vorbereitet, ne? Hier sind 10 Suppen, das Fleisch ist voll. Hier sieht es ganz gut aus. Wenn die Lieferung gekommen ist, dann werden wir nochmal... Nee. Werden wir nicht. Ich überlege halt immer noch, was ich hier mache, ne? Ich glaube, ich möchte nicht so eine vielen großen Gruppen haben. Warte mal, die können noch mal hier ins Eck. Und wir stellen jetzt doch noch mal von den normalen Möbeln hier was hin, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel hatte ich jetzt davon. Die können mal hier sitzen. Haben wir noch einen Zweier? Nee. Jetzt haben wir noch so einen größeren. Ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube, es reicht. Dann nehme ich das hier nochmal hoch. Und platziere das so, dass ich vielleicht auch hinterkomme, ne? Jetzt haben wir nochmal Möbel bekommen. Dann brauchen wir noch Ware. Na, dann kann der schon mal loswackeln. So, was haben wir jetzt gekriegt? Beweglich. Die goldene Schale auf dem Boden. Genau. Da möchte ich, glaube ich, möchte ich hier unten noch was mit hinstellen? Ja, ich glaube schon. Das kommt so rum. So. Da können wir ja einfach, um den Leuten eins auszuwischen, hier so eine goldene Schale mit hinstellen. So, einfach weil es schön ist. So, an den Wänden, das ist dann hier dieser Bogen, ne? Ja, das passt hier nicht mehr mit hin. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Schränkchen. Da war ich so ein bisschen am Überlegen, ob man den hier vielleicht... Kann man das hier mit hinstellen? Nee, ne? Doch, kann man. Das funktioniert tatsächlich. Aha. Das funktioniert. Schau. Nicht schlecht. So, jetzt möchte ich aber ganz gern vorn im Gastraum wenigstens diese Teile noch mit hinstellen. Ich wollte die so gern in den Eingang stellen, aber irgendwie darf ich das nicht. Ja, dann machen wir mal hier einen hin. Decorate your tavern with 60 items. Ja, ne? Das ist doch ganz nett. Dann kommt... Warte mal, das machen wir anders. Wir nehmen das Ding hier weg. Also vorübergehend. Du kommst hier hinten ins Eck. So. Ja. Du kommst davor. Ja. Das finde ich nett. Und dann haben wir ja noch so ein Bäumchen. Ein Bäumchen. Ich
ich würde hier halt eigentlich ganz gern, also hier drin noch sowas mit hinstellen, ne? Stellen wir es hier hin? Oder stellen wir es hier hin? Ich glaube, lieber dahin, ne? Dann haben wir ja noch diese Kübelteile. Gibt's ja, die Seite ist schöner, ne? Die können wir aber halt nicht hier oben drauf stellen. Warte mal. Oh, dekorieren ist wieder so eine Sache, ne? Da kannst du dich ja wieder Jahrhunderte dran aufhalten. So. Dich möchte ich gern einmal drehen. Dann kommst du hier noch mit hin. Ja. Hier haben wir ja so ein Blümchen stehen. Und es ist ja so die Frage, wenn man hier einfach so mitten rein, es gibt ja diese Tavernen, ihr kennt das vielleicht, ne, so griechisch und so weiter und so fort, wo so mittendrin Sachen stehen. Und ich glaube, das lockert unwahrscheinlich auf, oder? Ja, finde ich ganz nett. So. Aber ich möchte ganz ehrlich das nicht alles bei den Adligen hinstellen. Nö, nicht alles. Ich glaube, die haben hier genügend Schnicki-Schnacki dann am Ende. Also ich vermute mal, dass da noch Sachen dazukommen. Wir stellen mal eins hier ab. Dann sind wir damit durch. An den Wänden haben wir ja noch den Bogen, wo man mal gucken könnte, ob man den hier noch irgendwo schick hinterkriegt. Ja, guck mal, da oben zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist ganz nett. Kann man das drehen? Nee, kann man nicht. Aber ich glaube, das ist ganz nett, dass da halt auch was hängt, oder? Ja. So, dann haben wir eine Menge Blumen, eine Menge Deko hier integriert. Ich glaube, das ist ganz okay so. Ja, guck mal, das ist doch mal richtig schön. Das gefällt mir. Dann werden wir von den einfachen Blumen nochmal bestellen im Laufe der Zeit. Und die dann hier so nach und nach mit hin platzieren, ne? Ja, das ist okay. Gefällt mir. Ist ganz nett, ne? Da wirkt das doch gleich deutlich heimeliger. Hier ist noch ein bisschen nackig, aber gut, hier läuft man halt auch viel lang. Da ist das jetzt nicht so ideal. Gut, ihr Lieben, ich komme zum Ende für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.